Guten Morgen alle. Heute werden wir über Einschränkungen in vorhandenen Software durch Microservices überwinden sprechen. So, es geht hauptsächlich dazu, so zum Beispiel, wenn Sie einen Monolith haben, wie Sie das Ganze in Microservices splitten können. So. Wer ich bin? Ich bin der Igor Iric, ich bin Senior Software Engineer. Ich habe schon fast 14 Jahre Erfahrung in verschiedenen Technologien. Ich arbeite für Plain Concepts und da ist mein Ziel, Kunden zu helfen, so ihre Systeme zu modernisieren und ja, weiter zu erweitern in Microsoft Azure Cloud und so weiter. Wie ich schon gesagt habe, ich arbeite für Plain Concepts. Plain Concepts ist im 2006 von vier Microsoft MVPs gegründet. Also das bedeutet, bei uns geht es hauptsächlich um Development und so weiter. Es ist wirklich eine andere Kultur. Wir sind schon Microsoft-Partner schon lange Zeit. Wir haben mehr als 350 Employees. Und wir haben jetzt, glaube ich, mehr als 13 Microsoft MVPs. Als spanische Firma, Plain Concepts ist auch nicht nur in Spanien, sondern auch in USA, in Emirates, in UK, in Deutschland, Holland und so weiter. Wir haben auch sehr viel Prizes gewonnen, Microsoft Golden Provider, Microsoft Silver Provider, Artificial Intelligence Partner, Gold Partner und so weiter. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, dann können Sie uns jederzeit bei plainconcepts.com besuchen und dann werden Sie einfach alles über Plain Concepts sehen und erfahren und lesen. Gut, jetzt, worüber sprechen wir heute? So, heute sprechen wir, wie ich schon erwähnt habe, über Monoliths und auch über Microservices und wie Sie Ihre Software erweitern können oder wie Sie das Ganze so in Microservices splitten können und einfach das Ganze zu verbessern. Wenn wir über Monoliths sprechen, wir sprechen nicht über so einen Monolith, sondern wirklich über Monoliths in Software. So, das ist unser Goal, darüber zu sprechen. So, was sind die Monolithen? Monolithen sind, das sind die Systeme, die zum Beispiel das ganze Code zusammen in einem sozusagen in einem Paket haben. Und die Datenbank ist auch so eine Einzelheit und da wird einfach alles gespeichert, was Sie brauchen. Und als so eine Einheit wird das Ganze geliefert oder deployed in Production. Und so, das ist hauptsächlich das Monolith, worüber wir sprechen. So, wenn Sie wirklich Monolith benutzen sollen, das werde ich Ihnen jetzt erklären. Zum Beispiel am besten, wenn Sie am Anfang an sind oder Sie sind ein Startup oder eine ganz kleine Organisation. Dann Sie wissen überhaupt nicht, wie Sie sich erweitern möchten oder wie sich Ihr Software weiter erweitert. Wenn Sie zum Beispiel ganz kleine und simple Applikationen haben möchten oder wenn Sie wissen, dass Sie nur eine Datenbank haben möchten und wie ich schon gesagt habe, wenn Sie schon ganz klein sind und Sie haben nicht so viele Entwickler, Sie haben nur ein Team von, keine Ahnung, vielleicht 5 oder bis 10 Entwickler und dann es lohnt sich wirklich für Sie nicht direkt mit Microservices zu starten oder mit sowas Ähnliches, sondern wirklich, es wird am besten für Sie direkt mit Monolith zu starten.
warum Sie einen Monolith benutzen möchten oder mit Monolith starten möchten. Es ist viel einfacher, das Ganze zu überwachen oder Monitoring zu machen für Monoliths, weil dann Sie machen Überwachung wirklich für nur das Einzel, so für das System, die Sie gebaut haben und nicht wie beim Microservices, wo Sie haben wirklich sehr viel kleinere Services und dann müssen Sie wirklich für jeden Microservice so ein Monitoring-System haben und so das Ganze zu steuern und so weiter. Es ist wirklich nicht so einfach. Es ist dann einfacher zu Troubleshooting. Refactoring von Ihrem Code ist viel einfacher, wenn Sie das Ganze immer noch ganz klein habt und wenn das nicht zu groß ist. Es ist einfacher, das Code wieder zu benutzen oder Reuse zu machen von Ihrem Code. Und ja, manchmal ist es wirklich viel, viel einfacher, mit Monolithen zu arbeiten, als mit Microservices, wie ich sagte, Monitoring, Scaling und so weiter. Es ist viel einfacher, mit Monolithen zu machen. Wie ich schon gesagt habe, so die Monolithen sind Einzelheiten und wir haben verschiedene Arten von Monolithen. Das meist benutzte Monolith-Art ist der Single-Process-Monolith. Das habe ich schon am Anfang an erklärt. Das ist das Monolith zum Beispiel, wo das Ganze zusammengepackt ist in einem Single Process und die Datenbank oder der Monolith hat nur eine Datenbank und die ganzen Daten sind einfach in diese eine Datenbank gespeichert und das Ganze wird dann so zusammengefasst und in Production geliefert oder released. Wir haben auch die zweite Art von Monolithen, das ist das sogenannte Modular Monolith. Es wäre am besten, oder das Beste wäre für Sie, am Anfang an schon mit Modular Monolith zu starten. Warum? Weil dann können Sie wirklich so wie soll ich das auf Deutsch sagen, so die Boundaries oder die Grenzen setzen zwischen Ihren Modulen. Und dann Sie können so verschiedene Teams haben, die an diesen Modulen arbeiten. Und das ist schon ein guter Weg für Sie, wenn Sie denken, dass später Sie können wirklich in Zukunft einen Monolith, sorry, einen eine Microservice-Architektur haben. Gut, so dann in Ihren Datenbank, was Sie machen können. Es ist dann auch so, dass zum Beispiel Sie trennen Ihre Tabellen nach verschiedene Schemas, so dass jeder Modul hat eigene Schema in Datenbank und dann es wird auch für Sie viel einfacher, dann später das Ganze zu splitten. Das ist leider nicht so häufig, dass die Leute von Anfang an mit einem Modular Monolith gehen, weil sie vielleicht wissen sie das nicht oder sie möchten das nicht machen, aber wie ich sagte, es wäre wirklich das Beste für Sie mit so einem Monolith direkt zu starten. So Modular Monolith wird auch so als eine Einheit geliefert oder deployed. Und ja, was Sie auch machen können, Sie können diese Module auch als Nuget-Pakete speichern oder ja, es ist wirklich für Sie, wie Sie das machen möchten, aber ja, einfach so mit einem Modular zu starten wäre am besten. Dann wir haben so eine andere Möglichkeit, mit Modular Monolith weiterzumachen. Sie können auch Ihre Module weiter so erweitern, dass jeder Modul Ihre eigene Datenbank hat. Und dann haben Sie schon das noch viel besser verteilt, wenn Sie später nach Microservices wechseln möchten. Dann am Ende wird das so aussehen, wenn Sie dann starten mit Microservices. Und ja, es ist, wie gesagt, ganz, ganz einfach dann. Dann wir haben noch eine Art von Monolithen. Das sind das Third-Party-Monoliths. Das sind die zum Beispiel Monolithen, die Sie
on-premise installieren oder Sie kaufen das Software as a Service oder sowas ähnliches, zum Beispiel SAP-Systeme oder CRM-Systeme oder keine Ahnung, Salesforce oder sowas. Das ist ein Blackbox für Sie und Sie haben kein Einfluss auf diese Systeme. So, das bedeutet, Sie können da wirklich nicht ändern. Es ist so es ist, so wie es ist. Und ja, wie ich sagte, kein Einfluss, gibt es keine Möglichkeit, was zu ändern. Aber es ist gut, dass diese Systeme heute haben diese Systeme zum Beispiel, die geben Ihnen so das direkte Zugriff auf die SQL-Datenbank oder die haben am meisten haben die jetzt so das zum Beispiel so sie so das Zugriff auf diese Systeme ist durch einen API und dann mit diesem API können Sie schon starten, zum Beispiel weg von diesen Systemen zu gehen, beim so einen Wrapper drüber zu bauen oder sowas. Dann haben Sie schon eine Möglichkeit, davon wegzugehen, wenn Sie das möchten. Danach haben wir noch eine Art von Monolithen, das ist das Distributed Monolith oder Microlith. Das ist das, ich darf nicht sagen, das Schlimmste. Aber das ist nicht das beste Monolith, das Sie haben möchten. Das geht wirklich so, dass zum Beispiel, dass, wenn Sie starten schon mit Microservices zu arbeiten, dann es passiert sehr häufig, dass die Leute in so einem Distributed Monolith landen, weil die haben das zu stark gekoppelt. Und zum Beispiel ein Microservice hat sehr starke Abhängigkeiten von anderen Microservice und so weiter. Und dann, wenn Sie etwas an einem Microservice ändern möchten, dann müssen Sie auf einem anderen Microservice was ändern und dann auf einem anderen Microservice und dann müssen sich Ihre Teams immer wieder zusammensetzen und die müssen über Änderungen reden und sagen, okay, wir haben hier was geändert, Sie müssen da was ändern und so weiter. Und dann landen Sie auch in so einem sogenannten Release Train. Und müssen die alle gleichzeitig müssen die alles das Ganze auf Production releasen und liefern und so weiter. Da gibt es sehr viel, wo Sie Probleme haben können und so weiter. Also das möchten Sie wirklich nicht haben. So, das ist das Schlimmste von beiden Welten, so von Monolith und von Microservices. Wie ich schon erwähnt habe, mit so einem Distributed Monolith landen Sie ganz einfach oder ganz schnell in das Release Train. Das Release Train, das ist etwas, wo Sie zum Beispiel, wie ich sagte, Sie haben verschiedene Softwares oder verschiedene Module in einem Software, die Sie zusammen liefern möchten. Und dann müssen Sie zum Beispiel, so alle Teams müssen das Ganze gleichzeitig liefern. Und falls es passiert, dass zum Beispiel ein Team hat das nicht so in Zeit zu Ende gebracht, dann passiert sehr, sehr oft, dass zum Beispiel das ganze Release ist in Gefahr, um released zu werden oder dann zum Beispiel ein Teil davon wird nicht released und ja, das ist wirklich schlimm für das ganze Software, weil dann vielleicht etwas funktioniert nicht so richtig und ja, das ist ganz schlimm mit Release Train, wo sie landen können. Release Trains sind sowas, wo Sie zum Beispiel alle 2 bis 4 Wochen oder ein paar Monaten das Ganze zusammen liefern müssen. Und da sind die Deployments, wie ich sagte, schon als Big Bang Events. Und auch Ihr Code muss durch verschiedene Approval Stages gehen und
Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Ich habe auch sehr, ich habe Erfahrung mit so etwas und das war nie so einfach. Wirklich, das war immer so. Wir haben zum Beispiel einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr hatten wir so die Release-Cycles und dann muss alles vorbereitet werden, dass wir die ganze Software, die wir da haben, mussten wir dann zusammen liefern und das war nie so einfach. Gut, dann, ich habe schon etwas über Monolithen gesagt. Es klingt schon, dass das wirklich etwas direkt aus der Hölle herausgegangen ist, aber wirklich ist es nicht so. Monolithen sind wirklich nicht ihre Feinde. Monolithen sind ja so, wie sie sind, aber es ist wirklich nicht so, dass sie immer komplett weg von ihrem Monolith weggehen. Als der Martin Fowler gesagt hat, almost all the successful microservice stories have started with a monolith and got too big and was broken up. So was er da sagen möchte, dass so jede gute Geschichte hat mit einem Monolith gestartet. Und wenn Sie schon erfahren haben, dass das Ganze zu groß gewachsen ist, dann haben Sie angefangen, das Ganze zu splitten und auf Microservices zu gehen. Und almost all the cases where I've heard of a system that was built as a microservice system from scratch, it ended up in a serious trouble. Das ist wirklich wahr, weil es kann wirklich passieren, dass zum Beispiel, wenn Sie von Anfang an mit Microservices starten, Sie haben nicht so viele erfahrene Leute und dann enden Sie vielleicht in Distributed Monolith und dann haben Sie wirklich nicht die Microservice-Architektur und es wird wirklich dann ganz, ganz schwierig für Sie. So, deswegen, Monolith ist wirklich nicht Ihr Feind. Es ist besser, mit Monolith zu starten und dann ganz langsam zu splitten und den Weg nach Microservices so zu folgen. Wie ich schon sagte, machen Sie das nicht von Anfang an mit Microservices, sondern machen Sie ganz einfach eine Monolith-Application und machen Sie, wenn Sie dann drauf denken, das müssen wir refactoren oder wir müssen dann auf dem Weg nach Microservices gehen, dann machen Sie nicht die Big Bang Rewrites. So schmeißen Sie nicht das Ganze weg und starten Sie nicht sofort von Anfang an mit Microservices, sondern ganz langsam, Schritt by Schritt, refactoren, splitten und davon lernen und dann weiter so jeden Microservice dann weiter so nach Erfahrung weiter splitten, weiter rausziehen und einfach so machen. Jetzt werde ich Ihnen erklären, wann und warum Sie Microservices benutzen möchten. Zum Beispiel, die Microservices wollen Sie benutzen oder möchten Sie benutzen oder haben, wenn Sie eine sehr große Organisation sind, zum Beispiel wie Amazon oder Netflix oder Microsoft oder alle andere große Organisationen. Wenn Sie sehr komplexe Applikationen haben möchten oder schon haben, wenn Sie zum Beispiel sehr viel Probleme mit vielen Benutzern haben, mit High Loads, so, mit sehr hohem Traffic, dann möchten Sie wirklich dann bei Ihnen die Microservices haben. Dann zum Beispiel, wenn Sie sehr viel kleinere Units haben möchten, so die Modular Structure, und wenn Sie möchten, dass jeder Modul komplett autonomous ist oder der arbeitet nur für sich selbst und der hat keine Ahnung von anderen Services, dem interessiert das nicht, sondern sie bauen nur einfach ein ganz kleines Modul, der hat eine Funktion und das war's. Und wenn Sie viel Teams haben möchten, so das bedeutet, jeder Team arbeitet an einem Microservice und
Ja, das ist viel einfacher für die Teams, dann nur einfach auf einem Microservice zu arbeiten, sondern auf einem großen Monolith, wo sie dann über den ganzen System etwas oder alles wissen müssen. Warum sie Microservices benutzen möchten oder sollen. Zum Beispiel, es ist viel einfacher, das Ganze zu deployen. Zum Beispiel einen Microservice können Sie einfach so als eine Einzelheit liefern und nicht warten, bis das Ganze fertig ist und dann das Ganze zusammenliefern, sondern wie ich sagte, einfach jeden Microservice wird für sich geliefert. Da wird was geändert, zum Beispiel, wenn Sie Bugs haben oder sowas ähnliches. Sie fixen den Bug da in Ihrem Microservice und dann Sie releasen nur das Microservice, was Sie haben. Es wird auch in Containers deployed, so das bedeutet auch, es ist unabhängig von System da hinten. Es ist viel einfacher in Containers zu deployen. Dann es ist auch viel einfacher mit Kubernetes das Ganze zu orchestrieren oder mit einem anderen Orchestrator das Ganze zu machen. Dann zum Beispiel, falls einer von Ihrem Microservice ist runtergefallen, dann wird das Ganze dann so skaliert, dass zum Beispiel Kubernetes macht sofort zum Beispiel eine Kopie von Ihrem Microservice komplett ab und dann wird das Ganze so an den anderen Microservice skaliert. Und was ist auch da sehr wichtig, zum Beispiel, wenn einer von Ihren Microservices ist runter, das bedeutet nicht, dass das ganze Service oder Website ist komplett runtergegangen, sondern nur einfach den Teil, den Sie da brauchen, funktioniert nicht und das war's. So. Dann zum Beispiel mit Microservices, das Ganze ist viel einfacher zu verstehen. Wie ich sagte, wenn Sie zum Beispiel die kleineren Teams haben, die nur auf einem Microservice arbeiten, dann, wenn Sie Onboarding von neuen Kollegen machen, dann müssen die nicht wirklich das ganze System kennen, sondern einfach, sie machen das Onboarding nur auf das Microservice, wo die arbeiten müssen. Und das ist alles so. Es ist ganz, ganz schnell, einfach und es ist viel einfacher zu testen. Und ja, das ganze Weg mit Onboarding ist viel, viel schneller. Und wenn Sie zum Beispiel haben, so Ihre verschiedenen Teams haben verschiedene Wissen über Technologien und so weiter, dann können Sie einfach auswählen, was Sie benutzen möchten. So zum Beispiel, es ist nicht nur abhängig davon, dass ein Microservice da ist, auf C-Sharp gebaut und dann mussten die alle auf C-Sharp weiterbauen, sondern es ist wirklich so, dass dann jedes Team kann einfach entscheiden, welche Technologie die benutzen möchten, zum Beispiel auf PHP, auf JavaScript, dann ein Microservice, wie ich sagte, schon auf C-Sharp, dann den anderen Microservice auf Node.js und auch verschiedene Datenbanken dürfen die da benutzen. So, es ist wirklich von Team abhängig, was die am besten kennen. So, das ist auch das Beste von Microservices. Aber wie ich schon gesagt habe, am besten starten Sie wirklich mit Monolithen. Zum Beispiel, es gibt sehr viele große Firmen, die am Anfang an mit Monolithen gestartet haben. Zum Beispiel ein Beispiel mit Walmart. Zum Beispiel der Walmart hat auch mit Monolith gestartet hat. Und dann haben sie erfahren, dass so, sie haben zum Beispiel 2 Jahre lang hatten die Probleme mit Online-Shopping auf Black Friday gehabt. Zum Beispiel, es war sehr schwer für das Monolith 6 Millionen Seitenaufrufen zu verarbeiten, so in einer Minute. Und damit haben sie 2 Jahre lang gekämpft und dann haben sie festgestellt, okay, jetzt müssen wir hier wirklich was ändern, weil so geht das nicht mehr.
es bricht einfach alles zusammen. Die Leute sind nicht in der Lage mehr, was zu kaufen. Und dann haben sie gesagt, okay, bis 2020 haben wir den Ziel gesetzt, nach Microservices zu wechseln. Und das haben sie wirklich gemacht. Und nach dem Ziel oder nach dem nach diesem Wechsel nach Microservices haben sie schon gesehen, dass das Mobile Shopping hat auf 98% gewachsen. Und ja, dann hatten sie wirklich nicht mehr diese Probleme mit hohen Auslastungen. Die können, keine Ahnung, bis zum ein paar hundert Millionen Aufrufen pro Seite oder pro Minute. Die waren in der Lage, das Ganze zu verarbeiten, und die hatten nicht mehr solche Probleme. Und zum Beispiel auch Amazon. Amazon hat auch mit einem Monolith gestartet, und danach haben sie Probleme mit Mergings gehabt. So, hauptsächlich war bei Amazon so, dass zum Beispiel alle Entwickler mussten das Ganze, die haben sogenannte Release-Partys gemacht, wo sie Wochen oder wirklich monatelang mussten die das Ganze auf Master-Branch oder auf Main-Branch mergen, bis sie das Ganze dann deployen können. So, es hat wirklich das komplette Deployment verlangsamt, und es war wirklich die Hölle, das Ganze zu mergen. Sie wissen schon vielleicht, wenn Sie Entwickler sind, was das bedeutet, das Ganze so zu mergen. Es ist echt sehr, sehr schwer. Und deswegen hat sich Amazon entschieden, nach Microservices zu wechseln. Und so sieht das Ganze beim Amazon aus. Also das ist jetzt diese sogenannte Death Star bei Amazon. Gut, dann ich habe noch ein paar Beispiele, aber zum Beispiel Netflix, die haben auch mit einem Monolith gestartet, und Netflix hat herausgefunden, dass die nach Microservices wechseln mussten, als sie zum Beispiel einen Breakdown gehabt haben, wenn sie die hatten zum Beispiel nur eine Semikolon vergessen in ihrem Code, und dann war das ganze Website runter. Und jetzt mussten sie sich vorstellen, am Samstagabend, sie haben ihre Popcorns gemacht, sie haben sich gesessen, einfach Netflix an, es geht nicht, gibt es kein Netflix mehr, sie können nicht mehr gucken, und ja, das Filmabend ist komplett versaut. Und ja, auch die hatten sehr viel Benutzer und hohe Auslastungen, und deswegen haben sie dich auch entschieden, nach Microservices zu wechseln. So sieht das aus jetzt bei Netflix. Es ist wirklich ganz, ganz groß. Dann Twitter und Facebook, die haben sich auch entschieden nach sehr viel Benutzer und hohen Auslastungen. Sie haben sich auch entschieden, dann nach Microservices zu wechseln. Die haben so mit zum Beispiel PHP-Applications gestartet, mit MySQL-Datenbanken und so weiter. Und dann war für die auch das richtige Weg, nach Microservices zu gehen oder zu wechseln. Wie Sie schon sehen können, es ist wirklich nicht das On-Off-Switch, wo Sie sagen können, okay, jetzt wechseln wir direkt auf Microservices, oder wir bleiben oder wir wechseln wieder nach Monolithen oder sowas. Nee, das ist wirklich ein Prozess, wo Sie die große Refactoring machen müssen und einfach Schritt bei Schritt weiter nach Microservices zu gehen. Wie Sie das machen, werde ich Ihnen jetzt zeigen. Es gibt ein paar Patterns, die das ermöglichen, dass Sie wirklich dann nach oder in Richtung Microservices gehen können. Gut, ein Pattern davon ist das sogenannte Strangler-Fig-Pattern. Der Strangler-Fig-Pattern ist so genannt, weil in Rainforests, da gibt es eine Feige, die sich über einem Baum so
sozusagen wrapped über einem Baum. Und das ist wirklich so, was sie da in ihrem Monolith machen möchten. Zum Beispiel, sie machen diese neue Funktionalitäten, diese Wrapper über ihrem Monolith. Und wie sie das machen, zeige ich Ihnen gleich. Zum Beispiel, wenn Sie einen Monolith haben und alle Ihre Calls nach Monolith gehen durch, keine Ahnung jetzt, zum Beispiel durch das Browser oder sowas Ähnliches dann, was Sie machen können, Sie können einfach ein HTTP-Proxy dazwischen setzen und dann es wird viel einfacher, dann Ihre ganze Calls zu steuern. Benutzer kann das nicht merken, weil für die Benutzer ist das komplett gleich. Und dann das nächste Schritt für Sie wäre, das Ganze zu identifizieren, so welchen Microservices Sie rausnehmen möchten. Dann nehmen Sie das Microservice raus und Sie deployen das Microservice. Aber nicht releasen, sondern einfach nur deployen. Und dann können Sie in Ihrem HTTP-Proxy das Ganze so konfigurieren, dass jetzt den Call geht direkt auf das Microservice. Und dieser Microservice nimmt die Daten von SQL-Datenbank und es geht zurück zu dem Endbenutzer. Aber das müssen Sie selbstverständlich zuerst nur testen. Und erst dann, wenn Sie sehen, okay, das funktioniert alles ganz, ganz gut, dann, das ist immer noch nicht fertig, dann müssen Sie wirklich die Daten aus Datenbank rausnehmen und dem Microservice geben, weil erst dann ist die ganze so Migration nach Microservice fertig, wenn der Microservice der Owner von Daten ist. Dann deployen Sie das Ganze auf Production und dann releasen Sie das Ganze und dann, ja, wenn das Ganze funktioniert, ja, selbstverständlich, dann haben Sie damit, ist das ganze Weg nach Microservice hier, oder nicht das ganze Weg, sondern ein Teil davon ist schon fertig. Und dann dürfen Sie wirklich weiter damit gehen und weitere Microservices da rauskriegen. Das Strength-Traffic-Pattern, der funktioniert ganz gut, wenn das Ganze zum Beispiel Module, die Sie rausnehmen möchten, die liegen komplett oben in Monolith-Architektur. Aber wenn das so geht, dass zum Beispiel das Modul, den Sie rausnehmen möchten, der liegt ganz, ganz tief in Ihrem Monolith, dann der Strength-Traffic-Pattern ist nicht das beste Pattern für Sie, weil dann wird das komplett ganz, ganz schwierig. Da ins Spiel kommt ein anderer Pattern. Das ist der Branch by Abstraction. Und dieser Pattern setzt seinen Fokus auf Codebasis-Verbesserungen. Und dann, Sie haben die Möglichkeit, Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel die zwei Implementationen in dem zusammen, so dass die zusammenarbeiten. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Zum Beispiel, Sie nehmen das Notification Module raus oder raus. Ich meine, Sie nehmen die Classes für das Notification Module und auch die Classes von anderen Modulen, die abhängig davon sind. Und was Sie da machen müssen, Sie machen da eine Abstraktion oder Sie machen, es ist einfach so einfach, einen Interface dazwischen zu setzen. Und dann das nächste Schritt wäre zum Beispiel einfach eine neue Service Calling Implementation zu bauen. Und jetzt diese Service Calling Implementation ruft Ihren Notification Service Microservice. So, Sie bauen auch das Microservice nach diesem Notification Module. Dann das nächste Schritt wäre, Sie machen nicht mehr den Call direkt nach Notification Module oder zuerst, das können Sie einfach ganz ohne Probleme nach Production oder
einfach deployen, aber nicht releasen, weil dann können Sie einfach die beide Solutions haben, um das Ganze zu testen. Wenn Sie sehen, dass das Ganze funktioniert gut mit Ihrem Notification Microservice, dann haben Sie eine Möglichkeit, das Ganze so zu steuern mit zum Beispiel einem Flag, einer Flagge, dass jetzt dieses Interface ist calling oder ruft diese neue Implementation und ruft dann diesen Microservice. Dann, was Sie auch machen können, einfach das ganze alte Code wegzuschmeißen und dann rufen Sie nur das neue Service Calling Implementation von Ihrem Payment und Shipping Modul und dann rufen Sie nur das Microservice. Aber hier wäre auch sehr gut, auf einen anderen Pattern zu denken. Das ist das sogenannte Parallel Run Pattern. Das ist zum Beispiel so gesteuert, dass Sie die beide Implementations in Ihrem Code haben oder in Ihrem System haben, dass Sie einfach dann haben Sie viel Freiheit, zum Beispiel das Ganze zu testen, zu sehen, dass es liefert wirklich die gleiche Results. Und wenn zum Beispiel etwas passiert, dass Ihr Microservice funktioniert nicht richtig, dann können Sie einfach mit dem Flag steuern, dass die immer noch die alte Funktion benutzen. Aber wirklich wenn Sie schon gesehen haben, dass das Ganze super gut funktioniert, dann einfach das alte Code wegschmeißen und nur das Microservice benutzen. Okay, gut, jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die ganze Daten in Datenbank splitten können. Es geht einfach so, dass zum Beispiel, wenn Sie in Ihrem Monolith schon gesehen haben, was Sie rausnehmen möchten, dann setzen Sie zum Beispiel das oder nehmen Sie Microservice raus. Dann, was Sie machen können, ist so, dass direkte Verbindung von Ihrem Microservice mit Datenbank zu machen und ja, das einfach testen, zu sehen, ob das funktioniert. Das ist wirklich nur einfach zum Testen, weil das ist dann zu stark gekoppelt und das ist keine Microservice-Architektur überhaupt. So, das ist ein No-Go für das Deploy oder für Release oder für ein Live-System, sondern einfach mal, um das Ganze zu testen. Und wie Sie das am besten machen können, ist einfach, Sie setzen einen API auf Ihren Monolith und dann Ihr Payments Microservice ruft den Monolith und zum Beispiel in Ihrem Monolith das Orders Module, der nimmt die Daten von SQL Datenbank und liefert weiter nach Payments Microservice. Und das ist auch ein sehr guter Weg, weil damit können Sie wirklich herausfinden, dass da gibt es noch mehr Teile von Ihrem Monolith, was Sie dann rausnehmen können. Und dann zum Beispiel nehmen Sie das Ganze raus und dann Ihr Payments Microservice ruft nur das Orders Microservice und der liefert die Daten. Das ist immer noch nicht fertig, weil jeder Microservice muss eigene Datenbank haben, weil Microservice muss wirklich der Owner von Daten werden. Gut, aber damit haben Sie schon einen guten Weg gemacht. Sie haben Ihr Monolith ganz gut refactoren und verbessern. Es passiert auch so, dass zum Beispiel der Monolith muss die Daten von Payments Microservices rauskriegen und dann zum Beispiel, Sie setzen das so, dass Ihr Payments Sie setzen ein API auf Ihren Microservice und dann der Monolith ruft den API und dann kriegt er Daten direkt von Microservice Payments Microservice und der Payments dann liefert die Daten zum Monolith. Gut, das wäre zum Beispiel ein Teil davon, wie Sie das machen möchten oder machen können. Es ist wirklich nicht so ganz einfach, aber wenn Sie davon
mehr erfahren möchten, da gibt es ein sehr gutes Buch, was Sie lesen können, Refactoring Databases. Da wird viel mehr erklärt, wie Sie das Ganze mit Datenbank machen können. Gut, jetzt so eine Microservice-Architektur, ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Tagen sowas auf LinkedIn gefunden. Sie wissen schon, da gibt es sehr viele Leute, die sich zum Beispiel als Microservice-Architekts vorstellen und so weiter. Aber kann mir jemand sagen, was das oder wo der Problem liegt hier an diesem Microservice, an dieser Microservice-Architektur? Wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie schreiben können. Gut, dann ich erkläre Ihnen, da ist wirklich das Problem, dass da gibt es nur eine Datenbank. Und das ist das Problem hier, weil der sogenannte Architekt hat das nicht so schön gemacht, dass jeder Microservice hat eigene Datenbank, sondern nur einfach eine Datenbank. Und damit ist das nicht mehr die Microservice-Architektur, sondern eine Distributed Monolith-Architektur sozusagen. Gut, dann ich zeige Ihnen eine Success-Stories, die wir bei uns hatten. Wir haben für einen Airline Company auch so was Ähnliches gehabt, wo wir zum Beispiel einen Distributed Modular Monolith hatten und so die Services haben einen Booking Service angerufen und dann waren die Daten zurückgeliefert. Und das war gut. Aber ja, das Problem war, wie bei jedem, die nach Microservices gehen möchten. Es war nicht so einfach, die Leute da reinzubringen oder neue Kollegen zu onboarden. Und es war auch, hatten wir auch Probleme mit hohen Auslastungen und auch Typos oder sowas Ähnliches. So die Bugs waren die Probleme, weil dann mussten wir das Ganze releasen und so weiter. Es war wirklich nicht so einfach, mit so einem Modular Monolith oder Distributed Monolith zu arbeiten. Und wir haben auch in Release Trains gelandet und das war wirklich nicht so schön. Was wir gemacht haben in sogenannte Second Iteration, haben wir das Ganze auf Microservices gesplittet in vier kleinere Microservices. Wir hatten auch ein CMS-System und dann haben diese Microservices, so den Booking-Service, das waren immer noch nie die Microservices, aber einfach auf kleinere Services gesplittet und dann haben das Booking-Service aufgerufen und dann waren die Daten zurückgeliefert. Es war viel einfacher, das Ganze zu deployen. Dann wir waren in der Lage, dass so einzeln zu releasen und die verschiedenen Teams zu haben und so weiter. Und dann, wir waren in dritte Phase oder dritte Iteration, wo wir dann wirklich das Ganze auf Microservices gesplittet haben. Und es war wirklich gut, weil dann haben wir gesehen, dass wir noch mehr sozusagen Microservices darauf machen können. So wir haben wirklich gesehen, dass es liegt viel mehr kleinere Services da in diesem Monolith oder in jetzt kleineren Services waren noch kleinere Teile da drin, was wir dann später rausgenommen haben. Dann am Ende hatten wir so eine Architektur zum Beispiel. Das ist auch nicht das Ganze, aber es war so, wir hatten in Frontend die ganze Frontend Microservices, die haben einen API angerufen und dann oder das sogenannte Backend for Frontend und dann davon waren die ganze Calls gesteuert nach Microservices und die Microservices waren auch nicht alle so mit
mit gleichen Technologien gebaut, sondern verschiedene Technologien. Und die haben mit einem Service Bus kommuniziert zwischen einander. Und ja, es war viel, viel einfacher dann für die Teams und für Testers, für Bugfixing, für alle. Dann, was haben wir achieved? Als ich schon gesagt habe, spezialisierte und unabhängige Teams. Es war easy, einfacher und schneller, das Ganze zu liefern, neue Features zu bauen, das Ganze zu releasen, deployen. Es war viel schneller zu testen, viel einfacher zu testen. Bugs fixing war ganz schneller, ganz sicher. Und ja, das waren schon die Achievements, die wir geschafft haben. Gut, ich bedanke mich sehr. Das war, worüber ich heute mit Ihnen sprechen wollte. Aber jetzt, falls Sie Fragen haben, bitte. Die Q&A-Session ist geöffnet. Okay, wir haben eine Frage von Gunnar. Strangler Fig vs. Branch by Abstraction. Welche ist besser oder welche empfehlen Sie? Es kommt wirklich von dem Teil in Ihrem Monolith an, was Sie wirklich rausnehmen möchten aus Ihrem Monolith. Wie ich schon erwähnt habe, wenn das Ganze ganz, ganz tief in Ihrem Monolith ist, dann müssen Sie Sie sollten einfach mit Branch by Abstraction gehen. Und wenn die wenn die Teile aus Ihrem Monolith on top of the Monolith sind, dann gehen Sie mit Strangler Fig Pattern. Es gibt auch eine Frage von Herr Lange. Wir arbeiten in der Automobilindustrie und es ist unklar, wann es besser ist, durch Abstraktion zu verwenden. Das ist die gleiche Frage. Eine Frage von Ladislav, was empfehlen Sie für UI-Strukturierung, Composition? Ich verstehe nicht die Frage ganz richtig. Was meinen Sie mit UI-Strukturierung oder Composition? Ich glaube, ich verstehe. Aber mit UI, es ist einfach so, dass zum Beispiel Sie nehmen, keine Ahnung, mit, dass Sie machen einen sogenannten Microservice oder mehrere Microservices in UI, zum Beispiel mit React oder Angular, und dann Sie machen einfach nur den Teil, was Sie da brauchen, der kommuniziert mit Ihrem Microservice. Ich bin nicht sicher, was die Frage ist. What about monitoring microservices? Looks more complex. Monitoring von Microservices. Das ist wirklich sehr komplex, die ganze Microservices zu überwachen, wie ich schon vorher in Präsentation gesagt habe. Aber da können Sie zum Beispiel bei Azure so die Application Insights benutzen, das Ganze zu überwachen, oder zum Beispiel Grafana oder solche Apps oder Services zu benutzen, das Ganze zu überwachen. Es gibt auch Wege, dass die zum Beispiel ihre Web-APIs, da setzen sie zum Beispiel, dass jeder API hat so den API für das Health, und dann können sie einfach abfragen immer wieder, ob die up oder down sind. Und von Herr Lange, es gibt da auch eine Frage, einfach nur,
1 SQL Fragezeichen. Ich verstehe das nicht. Gut, ich gehe noch einmal zurück auf die Frage von Herr R. Dennis R. Von Linde. So, es ist viel einfacher, wie ich schon auch erwähnt habe, die Monolithen zu überwachen, weil dann haben Sie nur einfach einen System, die überwachen müssen. So, das ist auch eine Entscheidung für Sie, wenn Sie wirklich, ob Sie beim Monolithen bleiben möchten oder ob Sie dann weiter mit Microservices gehen möchten, weil es wird sehr, sehr schwer, das Ganze zu überwachen und zu steuern. Okay, haben wir noch Fragen? Herr Lange, habe ich Ihre Frage beantwortet? Noch mehr Fragen? Wie viel von euch hat schon mit Microservices gearbeitet? Haben Sie da schon Erfahrung? Gut, es gibt keine Fragen mehr. Okay, dann, ich denke, das war's dann. Wir können die Session schließen. Dann, ich bedanke mich sehr. Und wir sehen uns vielleicht noch einmal. Dann, tschüss.